Mann, ey, ich check das einfach nicht, ey. Oh. Das brauche ich nie wieder. Scheiße, aber verdammt, Lachs, ey. Hier ist Daniel von Motiviert Studiert und was ihr gerade gesehen habt, ist sicherlich nicht der richtige Weg, um damit umzugehen, wenn man etwas nicht verstanden hat. Und wie ihr sicherlich erraten habt, geht es heute darum, was man tun kann, wenn man so ein Lerntief hat, wenn man einfach nicht mehr vorwärts kommt und wenn man einfach ein Riesenbrett vorm Kopf hat und man braucht dann Strategien, wie man da rauskommt. Und diese Strategien möchte ich euch heute vorstellen. Das Erste, was ihr machen könnt, ihr geht einfach raus und habt eine Pause. 5 bis 10 Minuten frische Luft können wahre Wunder wirken. Ihr könnt mit Freunden rausgehen, ihr könnt eine Zigarette rauchen, einen Kaffee trinken. Und solange es so bei 5 bis 10 Minuten bleibt, kann das richtig effektiv sein. Warum? Weil ihr nicht mehr die Nase direkt auf den Problemen habt, sondern ihr macht ein bisschen Abstand dazu. Und durch diesen Abstand können manchmal Lösungen von ganz alleine aufkommen. Und ihr genießt dann das Zurückkommen und ihr habt ein richtiges Erfolgserlebnis dahingehend, dass ihr es jetzt auf einmal lösen könnt. Der zweite Tipp besteht darin, ob man schaut, ob es für einen überhaupt sinnvoll ist, das zu lernen oder ob es überhaupt relevant ist. Es gibt so eine Managementregel, die heißt, 80% des Erfolges kommen von 20% der Arbeit. Und tatsächlich kann man das auch ein wenig auf Klausuren übertragen. Oftmals kann man 80% der Punkte relativ einfach holen, aber 20%, die sind richtig, richtig schwierig. Warum? Weil es um eine 1 geht und eine 1 ist besonders und für was Besonderes muss man auch was Besonderes leisten. Und vor allem am Anfang des Studiums müsst ihr einfach schauen, dass ihr überlebt. Es geht wirklich ums nackte Überleben. Ihr müsst eure Ressourcen einteilen auf die verschiedenen Klausuren. Und wenn ihr euch dann irgendwo an einer Aufgabe festbeißt, die überhaupt nicht relevant dafür ist, ob ihr die Klausur besteht oder nicht, dann habt ihr echt einen Fehler gemacht. Der dritte Tipp besteht darin, dass ihr euch einfach Hilfe sucht von Kommilitonen. Setzt euch einfach zusammen, geht die Aufgaben gemeinsam durch. Und oftmals durch dieses Zusammen sich erklären, kann man die Sachen viel besser verstehen. Und das ist viel, viel besser, als die Sache vor sich herzuschieben. Einfach sich gegenseitig helfen. Das ist super wichtig im Studium. Von daher, Britt? Ja? Kannst du mir helfen? Ja, klar, setz dich. Cool. Also, Tipp Nummer 4. Wenn ihr mit euren Kommilitonen nicht weiterkommt, redet mit euren Dozenten. Geht in die Sprechstunde, geht nach der Vorlesung oder nach der Übung einfach zu ihnen hin. Sie freuen sich darüber, wenn ihr euer Wissen erweitern wollt und helfen euch gerne. Wir werden ja dafür bezahlt und deswegen sind wir ja auch Dozenten geworden. Vor allem ihr, die ja gerade erst angefangen habt zu studieren, nehmt das viel zu selten wahr, weil ihr wahrscheinlich denkt, oh mein Gott, ich kann dann jetzt nicht allen erzählen, dass ich das nicht verstanden habe. Aber darum geht es im Studium. Man hat am Anfang etwas nicht verstanden und durch Nachdenken kommt man immer wieder dazu hin. Und ein Dozent freut sich, wenn er etwas erklärt hat und du hast es danach verstanden. Tipp Nummer 5 geht darum, dass wenn ihr es wirklich nicht versteht, und manchmal dauert das auch ein bisschen, bei mir hat es manchmal 2 Jahre gedauert, bis ich was verstanden habe, zum Beispiel Statistik. Das habe ich damals im Grundstudium bei mir überhaupt nicht verstanden. Und das Einzige, wie ich mich retten konnte, ist, indem ich die Aufgaben auswendig gelernt habe. Und so kamen die auch so ähnlich dran und so habe ich dann tatsächlich die beste Note geschrieben. Jahre später fällt mir das jetzt sehr, sehr einfach und ich gebe Kurse darüber, aber damals habe ich es gar nicht verstanden. Lasst euch auch manchmal einfach ein bisschen Zeit. Zum Schluss fassen wir nochmal alles zusammen. Was könnt ihr tun, wenn ihr etwas nicht verstanden habt? Erstens, Pause machen. Zweitens, schauen, ob es überhaupt relevant ist. Drittens, fragt Kommilitonen und tauscht euch aus. Viertens, nutzt Dozenten. Sie werden dafür bezahlt. Und fünftens, wenn gar nichts hilft, dann lernt es einfach auswendig. Das war's für heute. Wir würden uns freuen über einen guten Kommentar, über einen Daumen hoch und lasst es euch gut gehen. Bis bald. Britt, das war der Hammer. Lass uns das nochmal machen. Daniel, das war jetzt das 10. Buch, das können wir nicht nochmal machen. Oh Mann, ey. Ach, dann nehmen wir das nächste Mal auf ein Auto.